Holstone TV Skyrim, das etwas andere Let's Play. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 154. Das ist unser zweiter Teil in der Trübhöhlengruft, also die Fortsetzung. Und wir suchen oder wollen erkunden, was die Vampire hier so interessant finden. Oder versuchen zu beschützen. Natürlich, wie immer, wünsche ich auch im Namen der Hot Five gute Unterhaltung, denn das ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Reihe. Außer der Hochachtung für meine Frau Fusia. Festgestellt. Die Armbrust ist besser. Die Armbrust ist deutlich durchschlagskräftiger, auch in Bezug der Reichweite. Deutlich besser als der Bogen. Und ist dadurch natürlich mein neues Lieblingsspielzeug. Auszudrücken. Na, ob das eine Falle ist? Bestimmt eine Falle, oder? Von der Seite Stacheln oder was? Nee, soll das wirklich mal so? Okay. Okay. Kette. Also die sich jetzt falle. Trau dem Frieden nicht. Das wäre ja auch witzlos. Heiltränke anbieten und dann gleichzeitig dafür sorgen, dass sie gebraucht werden, wa? Auch nicht. Oh, schauen wir mal. Wie gesagt, die Armbrust ist die ganz normale Armbrust, die wir in der Dämmerwacht bekommen haben. Und die habe ich mit 139%iger Alchemie-Flüssigkeit. Trank. Das beim Schmieden, für Schmieden verbessert. Beim Schleifen. Oh.
Ist gar kein Bolzen. Okay. Ach, beim Plündern wird's leiser. Schon tot. Hä? Wer war da? Wer oder was war da? Ein Vampir. Hier drüben. Ja, da kann ich nicht schießen. Da sind die Girlies. Sind die Girlies im Weg? Im Weg. Aber das schaffen die ja. Aber das schaffen die ja auch ohne mich. Ach, da wieder so eine. Solche Räume hasse ich ja. Sterbt. Ah. Wer wo? Von da sind wir gekommen. Da stirbt keiner. Das war ein Selbstauslöser. Ach, das ist gar nicht. Scheiße, bin ich doof. Ich dachte, das war der, mit dem wir uns hier treffen sollen. Das ist ja. Den hätte ich ja auch bequem selber erledigen können. Das war ein Denkfehler. Aber gut gegangen. Ich gebe euch Deckung. Prima, prima, prima. Guck mal, wir müssen, glaube ich, schon wieder was tauschen. Was soll ich nehmen? Ja, wie gesagt, mal überlegen, später dann das... das Tauschen als solches ganz rauszuschneiden. Aber so ist der Aufwand ja noch größer. Ich muss schneiden, wenn ich geht ihr voran. Die Sachen weggebe, und ich muss schneiden, wenn ich sie wieder annehme zum Verkaufen. Ist keinem so richtig mitgeholfen. Beschwörers. Ja, 25 ist ein bisschen wenig. Ich muss mir die ein bisschen stärkeren machen. Die 50er wenigstens. Mal gucken, wie ich noch Zutaten dann habe, vielleicht sogar die 100er. Mal gucken, was ich dafür brauche. Seid ihr sicher, dass das eine weise Entscheidung war, Lukil? Beeindruckend. Er hätte uns vielleicht noch etwas sagen können. Wir selbst sind noch keinen einzigen Schritt weiter. Er wusste nichts. Er hat seinen Zweck erfüllt, indem er uns hierher geführt hat. Wer? Nun liegt es an uns, Harp. Vampire oder war das Jäger? Tatsächlich Vampire, okay. Gut. Alles richtig gemacht. So, also die Vampire suchen auch.
ist das der? Weil ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich kann mir so eine Scheiße mal nicht merken. Mit wem wir uns eigentlich hier treffen wollten. War der das, der jetzt hier lag? Oder vielleicht noch einer rum. Das ist ein Geräusch, wa? Irgendwie laut, aber trotzdem irgendwie cool. Das hat sowas Endgültiges. Obwohl das Geräusch als solches ja auch nicht so bedeutend hat. Wenn du den vorbeitriffst, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Nutzen Taste. Okay. Taste. Klatsch. Touch. Touch. Touch to Tast. Schön. Ich habe Licht gemacht. Aber der komische Knopf ist immer noch nicht begeistert. Bin ich zu doof zum Taste drücken oder was? Hallo? Ich habe doch zum in der Hand stechen, das ja auch schon gereicht. Plündern wir eben ein bisschen, das können wir wenigstens. Oder wecken. Dazu sollen wir touchen. Wir haben getoucht und nix. Ist also Quatsch. Das benutzen. Bringt gar nichts. Gut, also. Aber ich muss hier erstmal. Rumgucken. Das ist wie bei dem Olaf-Ding wahrscheinlich. Wir müssen erst woanders noch was erledigen und dann auf einmal, tada, funktioniert das. Schauen wir mal. Gargoyles. Versteinerte Gargoyles. Charlotte, komm mal ein bisschen mit Licht. Oh, Truhe. Aha. Irgendwie, ich meine, ich will mein Geheimnis verraten, irgendwie mag ich Truhen. Truhen finde ich cool und geil. Jedenfalls, wenn was Schönes drin ist. Hut hätte ich nicht unbedingt, aber ach, hat sich so ergeben. Aber der wiegt ja auch nicht viel. Nicht viel weiter sind wir immer noch nicht. Wollen was verändert haben wir doch nicht. Die Hände frei, dann ist man ja ein bisschen. Licht. Ich glaube, ich habe da irgendwo so einen Hebel gesehen. War so ein Hebel.
Weiß gar nicht mehr, ob ich den benutzt hatte oder nicht. Als wir hergekommen sind. Von wo sind wir gekommen? Von hier? Vorsichtshalber. Ist einfach von hier gekommen? Ich weiß nicht mehr. Okay, die Dinger sind überall. Das ist ja die Gitter, das hat ja nichts zu bedeuten. Ah, danke fürs Licht, das ist ja cool. Danke. Achso, habt ihr beide. Drei. Ich muss Fixen auch mal noch eine Fackel geben. Muss ich mal dran denken. So, da ist der doch. Ist der das oder ist der das nicht? Ne? Skelett. Besonderes, ne? Also waren wir hier noch nicht. Das ist. Das war dann also nicht der Schalter, den ich gemeint habe. Wo war das? Verdammt nochmal. Das ist ganz woanders. Ah, hier ist offen. Macht euch bereit. Da vorn wartet Ärger. Was? Ah, da hinten ist eine Wand, eine Drachenschreiwand. Und Skelette höre ich auch rumknarksen. Hier waren wir auch noch nicht. Wo sind die denn? Ach, da. Na du. Noch ein Götter. Ja. Was noch? Drachenpriester. Ja. Haben wir das oder haben wir nicht? Lebenskraft entziehen. Okay. Nehmen nicht mehr alles mit. Na, was habt ihr gesehen? Questfeier zeigt also eindeutig zurück. Bestimmt wird er bloß zu dem blöden Taste-Dings da, wo sich nichts tut.
inne. Das sieht aber aus wie der Ausgang. Aber Ausgang ist ja Quatsch, wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir können ja nicht bloß halbe Arbeit machen. Wo ist der blöde Hebel, den ich vorhin gesehen hatte? Rein theoretisch durch hier ganz durch und die nächsten zwei Räume ja auch. Ganz entgegengesetzte Richtung. Wo sollen wir kommen? Von da unten, oder? Ist das nicht anders? So, und hier ist auch noch auf die andere Seite. So, meine Lieben. Das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holzdruck TV.